Oh mein Gott, das ging viel zu schnell. Ich habe noch nie so schnell es geschafft, Chrome für die Aufnahme fertig zu machen. Wow. Ich mag meinen neuen Laptop. So, ich hoffe, das bleibt so. Jedenfalls, ihr seht, GeoGuessr ist mal wieder offen. Und zwar hat GeoGuessr einen neuen Modus, der heißt Battle Royale. Wie der funktioniert, keine Ahnung, werden wir gemeinsam testen. Ich sag's aber gleich vorneweg, man muss einen Pro-Account haben dafür. Der kostet im Jahr 20 Euro. Ich habe mir das jetzt gerade mal gegönnt. Das heißt, nicht alle werden das spielen können. Wer einen normalen Account hat, wie ich bis gerade eben auch noch, wie ich den bisher halt auch hatte. Ich habe das ja vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so schon mal gespielt. Wenn einen normalen Account hat, kann Battle Royale nicht nutzen. Ihr könnt aber natürlich den Account upgraden. Wie gesagt, 20 Euro im Jahr muss man ungefähr rechnen. Man kann es auch monatlich machen. Ich habe es jetzt gleich mal jährlich gemacht, weil es halt günstiger. Na, wenn du monatlich machst, kostet der eine Monat zwar weniger, aber wenn du das dann lassen würdest und du lässt es dann die 12 Monate durchlaufen, wird es am Ende halt teurer, wie wenn du gleich das ganze Jahr kaufst und dann pro Monat, weiß nicht mehr, wie viel es war, es kam auf ungefähr 20 Euro im Jahr raus. Also passt für mich. So, bevor wir uns das angucken, habe ich aber gesehen, es gibt auch eine Daily Challenge. Und das ist natürlich auch ganz interessant. So können wir vielleicht erstmal wieder reinkommen in die ganze Geschichte, was man bei GeoGuessr machen muss. Vielleicht erfahren wir auch gleich, wie viel sich geändert hat. Wir schauen uns das einfach mal an, würde ich sagen. Wer es nicht kennt, das Spiel, ich meine, ich werde es jetzt ja als ne, beim Let's Play einfach mit einer Nummer fortsetzen. Ich habe das ja schon mal angefangen und dann einfach wieder aufgehört. Ne? Das ist so eine Art Dauerprojekt in Anführungszeichen. Also es kommt alle 3 Jahre mal. Und man muss also, man wird über Google Maps auf eine Karte gesetzt und muss rausfinden, wo man ist. So. No, you will be placed somewhere in the world. Man muss rausfinden. Maximal 3 Minuten pro Runde. Okay, also dann kann ich gar nicht so lange rumwuseln. Ja, wir sehen schon mal, dass sie. Das sieht. Ist das. Nee, das ist nicht. Das ist das türkisch? Binada Ürünlehr. Ja, Yasampen. Wow, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ist da eine. Das ist keine. Das ist eine Telefonnummer, aber das ist keine Adresse. Ja, schade. Das ist auch keine Adresse, ne? Yapi Market. Aber wir könnten hier. Oh. Wir könnten hier relativ schnell eine Adresse. Oha. Wir könnten hier relativ fix eine Adresse rausfinden. Also, ich würde schon mal sagen, wir sind in der Türkei. Können wir da rüber? Darf ich da rüber? Nee, ich will da eigentlich da. Ich will da ganz rüber. Kann ich mal hier. Wo sind wir jetzt? Kurs und Tikarit. Das ist irgendwas Türkei auf jeden Fall. Sehe ich irgendwo. Okay, da sehe ich meine Time Left da oben. Tikarit, Insat, Marz, Meleri. Das ist alles noch keine Ortschaft. Ich brauche einen Namen. Ich brauche einen Ortschaftsnamen oder sowas in der Art. Wir fahren nochmal näher zu der Tankstelle hin. Oha. Wo bin ich jetzt gelandet? Baderans.com. Das sind alles keine Ortschaften. Glaube ich. Bist du eine Ortschaft? Steht da irgendwas drauf? Immer nur Telefonnummern. Telefonnummern könnte ich gerade ganz viele anrufen. Also, jetzt bin ich hinter der Tankstelle übrigens. Ach, da bin ich jetzt gelandet. Okay. Wir gehen mal davor. Aber das sieht nach einer großen Straße aus. Vielleicht kann ich auch da was rausfinden. Like. Vielleicht ein großes Schild oder sowas. Baby Club da Kartisch Islem Dönmi. 55 Sekunden. Sehe ich noch irgendwas raus, was mehr wie nach einer. Ich muss irgendwas in der Türkei auswählen. Türkei, wo bist du? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Nix, ihre. Ah, Blödsinn. Wo bin ich denn? Hilfe. Da, Türkei. Ich habe keine Ahnung. Es sieht aus, wie wenn da in der Nähe viel Wasser wäre. Ich habe keine Ahnung, ich gehe auf Antalya. Es war Türkei, immerhin. Und das gibt ja schon mal richtig viele Punkte. Ne? Ihr müsst ja bedenken, es kann ja überall auf der Welt sein. Deswegen ist allein das Land schon zu raten, ist schon richtig,
gibt schon richtig ordentlich Punkte. Puh, okay. Next round. Das ist Venedig. Das muss doch Venedig sein, oder? Das ist eindeutig Venedig. Da brauche ich doch gar nicht lange rum. Wo ist denn Venedig? Ich weiß, dass sie wenig in Italien ist. Aber wo ist Venedig? Das muss aber, das darf nicht so schwer zu finden sein. Hat Venedig den anderen Namen auf Japan, auf Italien? Venice. Das ist 100%. Ja, Venice. 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 Guess. Nice. Sehr schön. Ich hätte es noch genauer machen können, wo genau ich bin, natürlich. Stimmt, ich hätte es noch genauer machen können. Ich habe es jetzt hier hingesetzt und da auf dem Flussding war ich. Aber. Ja, cool. Ja, cool. Next round. Ja. Das ist so dann das Ungünstigste, wo man landen kann. Wir bräuchten hierfür irgendwie Hintergrundmusik, ne? Ich bräuchte irgendwie so Musik, die lizenzfrei ist, die ich abspielen kann. Aber ich traue mich immer nicht. Selbst lizenzfreie Musik, ich habe keine Ahnung, ich traue mich nicht. Es ist ganz schwierig, da wirklich was zu finden. Ich meine, klar, ich könnte eigentlich Khufu abspielen. Wie heißt der Typ? Ich glaube, Khufu oder so ähnlich. Könnte ich eigentlich wirklich machen, der erlaubt das ja auch sogar. Heißt der Q? Wie heißt denn der Typ? Ich muss gleich mal nachgucken auf Spotify. Aber was ist denn das hier für ein Land? Kann ich am Nummer 9 Schild? Achso, die müssen natürlich verpixelt sein. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Ah, uff, kein Schild, kein gar nichts. Irgendwo im Nirgendwo. 2 Minuten Zeit, noch irgendwas rauszufinden. Ansonsten muss man raten. So, von der Landschaft her ist auf jeden Fall nichts Gebirgiges. So. Aber es kommt halt auch einfach keine Ortschaft. Ich fahre ja schon so schnell ich kann. Jetzt kommt eine Kurve. Sensationell. Und okay, da ist ganz viel Wasser. Da ist ganz viel Wasser. Aber also an irgendeinem, naja, nicht Meer, aber so, ja, so, weiß ich nicht, Ostsee, Richtung technisch Nordsee, irgendwie sowas. Da war ein Schild, zurück. Wo ist das Schild hin? Da war ein grünes Schild. Ach, da vorne. Das kommt erst. War zu schnell. Hey, hä? Hier ist so eine Abzweigung. Da muss doch vorher geklärt sein, wohin man fährt. Wo ist das Schild hin? Okay. Hä? Jetzt ist da das Schild. Jetzt bin ich dahinter oder was? Oh nein! Nur ein Stück. Noch ein Stück. Junin Rufino. So grüne Schilder gibt es in Italien. Ich gehe auf Italien. Ich gehe irgendwo hin in Italien. Irgendwas in Italien mache ich. Irgendwas in der Nähe vom Meer. Irgendwie, keine Ahnung. Hier, zack. Ja, das hat nicht ganz hingehauen. Wir waren in Argentinien. Okay. Da, Junin. Ja, okay. Okay. Und ich werde nicht anfangen zu cheaten. Und dann irgendwie, ne, ich habe jetzt ja Junin gelesen. Ich könnte dann ja Junin einfach eintippen. Und auf die Art und Weise rausfinden, wo es ist, das ist für mich nicht Sinn der Sache. Das ist für mich nicht Sinn der Sache. Sowas werde ich nicht tun. Okay, oh, das ist. Waren wir da nicht schon 3000 Mal bei diesem Kunstwerk? Ich kann es mir nie merken, wo das ist. Oh, nee. Ja, das ist. Oh, das ist so ein ganz berühmtes Kunstwerk-Dingens. Sehenswürdigkeit, nicht Kunstwerk, Sehenswürdigkeit wollte ich sagen. Ich kann es mir nicht merken. Ist das in Indien? In Singapur, irgendwie sowas?
Oder es ist gar nicht das ganz Berühmte, aber es ist auf jeden Fall irgendwas Indien-Singapur-Richtung technisches. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas raus. Ich meine, wir haben noch 2 Minuten 18. Vielleicht schaffe ich es noch auf eine Straße zu kommen. Da muss ich erstmal den Parkplatz finden. Ah, steht hier was? Urin King. Irgendwas. Weiß ich nicht. Urin King. Hallo, kann ich nach da weiterlaufen, bitte? Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht wirklich voran, ne? Wow. Steht da was Spannendes drauf? Ah, ich kann es noch nicht lesen. Ah, da könnte. Nee. Nicht wirklich. Vor allem keine Ortschaften. Ja, guckt mal, da fährt das Google Maps Auto. Da guckt ihr. Ich will hier runter. Und da sind viele Menschen. Ist das eine Bushaltestelle? Nee, das ist. Warum stehen die da? Ich will hier raus. Ah, ja, hier kommen wir raus, hier kommen wir raus, hier kommen wir raus. Ah, das Problem ist aber, ja, ich wollte gerade sagen, die haben das wahrscheinlich abgeschnitten und man kommt nicht. Das ist nur für die. Ja, nice. Der Bereich ist nur für die Sehenswürdigkeit und man kommt nicht. Ja, ich komme nicht raus. Das wäre ein anderer Bereich, den man. Oh nein. Okay, was ist das für ein Bus? Mein guter Bus kann auch aus überall aus der Welt kommen. Oh, was steht da? Was steht da? Vodafone. Nice, gibt's überall. Was steht hier? Sivinian, Candycraft, das. Das sieht nicht indisch aus. Ich weiß es nicht. 26 Sekunden. Okay, ich gehe auf. Oh, wo ist denn Singapur? Oh Gott, ich bin schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo Singapur ist. Vor allem nicht auf die Schnelle. Ich weiß, wo Indien ist. Ich klicke einfach Indien an und dann gucken wir, wie nah ich dran war in irgendwas. Keine Ahnung. Finde ich noch was Besseres? Ich weiß es nicht. Wir gehen hier hin. Guess. Es war Indien! Es war Indien, aber sehr weit weg. Aber immerhin. Immerhin das Land ist richtig. 1914 Punkte. Okay, eine Runde haben wir noch, ne? Ja, eine Runde haben wir noch. Das könnte bisher alles sein. Bisher, da könnte. Ist das ein Bahnhof? Bin ich jetzt dran vorbei? Dann ist es kein. War da nicht. Na, okay, es kann nicht mehr Deutschland sein, weil. Die Straßendings und so, ne? Das ist. Hier die Nummern auf der Straße, das ist nicht Deutschland. Und wir fahren links. Wir fahren links. Hier die Verkehrsschilder sind so aufgestellt. Das wäre doch nicht so, wenn. Ja, und ist auch in der Richtung kann man es lesen. Okay, wir fahren links. Nützt mir auch noch nicht viel. Oha, irgendwas Asiatisches. Okay. Ist das Chinesisch oder Japanisch? Das ist jetzt die nächste Frage. Fährt man in Japan auf der linken Seite? Oder in China? Ich sehe schon, das ist wieder so, ist wieder die Videoreihe, wo ich einfach mein komplettes Nichtwissen präsentieren kann. So, kriegen wir hier irgendwas raus? Ja. Also ich glaube, besser als das wird's nicht. Es ist irgendein Waldgebiet in China oder in Japan. Ich krieg halt die Schriftzeichen nicht. Ich denke, die Schriftzeichen sind japanisch, oder? Also für mich sind die japanisch. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was mehr auf Japan hindeutet. Außer, bin ich jetzt mitten im Reisfeld gelandet? Wieso fährt das Google-Auto mitten aufs Reisfeld? Kann ich bitte wieder auf die Straße? Das lässt alles nicht darauf schließen, ob das Japan ist oder nicht. Wobei die Häuser. Ich würde es alles eher nach Japan setzen. So von der Art her, ne? Ich weiß nicht. Aber schöne Landschaft. Also, naja, rein von der Landschaft her könnte es auch Deutschland sein. Bis auf die Reisfelder.
30 Sekunden. Ein Tunnel. Ich gehe auf Japan. Irgendwas Japan. Irgendwas. Wo ist Japan? Hilfe! Da. Nehmen wir die Osaka-Gegend. Warum nicht? Okay. Globetrotter. Was auch immer das ist. Okay. Professional. Get on the Pro Tour. Ja, nice. Es war halt echt Japan. Es war ich habe hier Kyoto genommen und da drüben war es. Aber es war Japan. Sehr schön. Da waren wir doch schon recht nah dran, ne? Waren wir doch schon recht nah dran. 4346 Punkte von maximal 5000 möglichen. Finde ich okay. View Summary. Wir haben also insgesamt 15.470 Punkte bekommen. Ja, die Map war cool. Die Map war durchaus cool. Nice. Wir waren also bis auf das hier, waren wir eigentlich immer ziemlich gut dabei. Ja, weil man, zumindest das Land war immer richtig. Und halt Venedig war natürlich, Venedig war easy. Okay. So, jetzt kann ich hier noch irgendwelche Statistiken ein. Ach so, da kriege ich Statistiken angezeigt. Ja, also, dass jemand wirklich 5x 5000 Punkte holt, ohne zu cheaten, kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Aber gut, vielleicht sind ja manche wirklich, wirklich extremst gut. Kann ja sein. Aber man muss es ja dann sogar schaffen, wirklich auch den Punkt zu erwischen, wo man ist. So nicht nur das bisschen, sondern auch den Punkt zu erwischen, wo man ist. Ich habe ja selbst bei Venedig, habe ich ja nur 4000 irgendwas, 990 Punkte, glaube ich, geholt gehabt. Ah ja, hier, da, 4099, genau. Aber vielleicht war das auch die Zeit, ich weiß es nicht. Und ich war nur 3 Kilometer off. Nur 3 Kilometer. Und trotzdem nicht die volle Punktzahl. Und dann gibt es hier wirklich Leute. Aber es sind nicht so viele, die alle die volle Punktzahl. Es sind nicht so viele. Also wenn, dann cheaten wirklich ganz wenige. Das hier sieht schon realistisch aus. Ist ja egal. Wir wollen uns Battle Royale einmal angucken. So. Quick Play. Play with Friends. Quick Play. Joining. Was ist da los? Ah ja. 10 people are playing and everyone can make it to the next round. Good luck. Ambulancia, Massalut. Was? Wie, ist das jetzt hier? Muss ich jetzt bis zu dem hier schon gessen oder was muss ich? Oder muss ich weiter? Wait, hätte ich jetzt schon raten müssen? Also geht es? Ach so, nee, die haben glaube ich gegessen. Velocidad Maxima. Bin ich in Richtung Mexiko gerade unterwegs. Wollen wir mal Mexiko probieren? Es war MPH, wurde angezeigt. F, wo ist denn jetzt wieder Mexiko? Bis Mexiko. Ach, da unten. Ja, keine Ahnung. Ich gehe einfach da rein. Ach so, es geht nur ums Land bei Battle Royale. Hä? Hat jetzt ein Leben verloren oder was ist das? Wrong guess? Da oben steht, was schon geraten wurde. Ich muss das erstmal verstehen, wie das funktioniert hier. Da oben steht, was schon geraten wurde. Und Mexiko war es dann nicht, oder wie? Das heißt, man darf dreimal. Time expired before you made a guess. Habe ich nicht Mexiko geraten? Ah, es war Peru. Ich verstehe. Also ich habe drei Leben und ich muss es halt richtig raten. Okay. Also es geht nur ums Land. Es geht gar nicht also es geht gar nicht darum, wirklich nah dran zu sein. Es geht nur ums Land. Okay, nur das Land rausfinden muss doch machbar sein in den meisten Fällen. Eine Avenue. Avenue könnte schon mal Amerika sein. Vom Aufbau her könnte es auch Amerika sein.
Already made guesses, USA ist aber raus, oder wie? Also ist das jetzt schon falsch, weil es da oben ja steht. Jetzt wurde Japan geguesst und da stand es auch wrong, okay. Also wenn es USA nicht ist, könnte noch Australien vielleicht sein? Australien hat auch so, ne, so von der Art her. Ich gehe auf Australien. Ist Australien als. Oh, war schon drin. Ja, da muss ich wieder rausgehen. Das scheint ja falsch zu sein. Neuseeland? Nee, hä? Ach, das haben wir als gleiche Flagge oder was? Aber da steht hier Wrong Guess, also das war falsch. Be prepared. Wait, was sind das jetzt für Schriftzeichen? Nein, ich bin zu langsam. Ich habe keine Ahnung. Und wo war's? Singapur! Okay. Das war einfach mal Singapur. Okay, nochmal. Da muss aber richtig fix sein jetzt. Huiuiui. Dafür, dass es nur ums Land geht, hätte ich gedacht, das ist einfach, aber ist es gar nicht. So, okay. Ganz spontan. So von den Häusern her, ganz spontan geh ich auf England. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal. Oh Mist, England ist schon groß. Das ist Großbritannien, ist schon raus, ne? Ne, es ist Eng. Bin ich jetzt dumm? Ela Minimarkt. Wann rotes Draht? Wir sind in Niederlande, wir sind in Niederlande, wir sind in Niederlande, 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 Niederlande. Hier, komm her. Ich hoffe, ich liege richtig. Guess. Korrekt. Ah, okay. Und dann zeigt es aber nicht an. Okay, ich verstehe. Hier oben zeigt es die falschen an. Okay, nice. Ich meine, es hätte natürlich sein können, dass es auch einen Laden gibt, der einfach ne, so niederländisch heißt. Aber, ach nee, hier war ja die Straße. Das war ja das Ding. Jan van Rodestrat. Huh, okay. Jetzt kann ich mich also zurücklehnen und abwarten, ja? Weil ich bin ja schon qualifiziert. Und habe noch alle drei Leben. Okay, ich checke, wie das funktioniert. Und ab jetzt kommen wahrscheinlich dann nicht mehr alle weiter. Selbst wenn sie es richtig haben. Okay. Six people are playing, but only five can make it. Okay, also jetzt muss man schneller sein. Papeleria, Regalos, Quivi. Dish. Boah, das ist. Keine Ahnung. Die haben schon richtig geraten. Was? Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht. Okay, der ist auch schon richtig geraten. Wo haben die das sofort gesehen? Wo sind die lang? Okay, was ist hier? Valgo. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich gehe auf Mexiko. Nein! Ich hab's gerade gesagt. Ich gehe auf Mexiko. Ich hab von. Das war die erste Intention, die ich hatte. Ich hätte es einfach probieren sollen. Ich habe ja drei Leben. Ah, okay, nochmal. Okay. Also das ist ja cool gemacht. Das ist ja wirklich cool gemacht. Aber man wird so unter Druck gesetzt, ne? Eieiei. Ich habe schon wieder so Mexiko-Vibes. Kaixas Disk Gas Elefantino Gas. Was? Okay. Sieht aus wie so eine Tankstelle für Kinder. Aber es ergibt keinen Sinn. Okay, was steht hier? Ich habe keine.
Könnte das passen mit Mexiko? Nee, Mexiko, nee, Mexiko wurde noch nicht geraten, oder? Komm, wir probieren einfach mal Mexiko. Ich glaube es nicht, das ergibt irgendwo keinen Sinn. Aber hey. F. Aber es war immer noch nicht dabei. Aber nicht mehr viel Zeit. Brr. Brr ist Brasilien. Brr ist Brasilien. Das war knapp. Das war knapp. Die Internetadresse hat's gebracht. Die Internetadresse. Oh mein Gott, die Internetadresse. Thanks you, thank you, thank you. Holy moly. Aber ein Leben ist weg. Ein Leben ist weg. Oh Gott. So, wo sind wir? Jetzt kommen wieder nur fünf weiter. Zentrum, nice. Könnte irgendeine europäische Stadt sein, auf jeden Fall. Ich gehe auf europäische Stadt. Nützt mir noch nicht viel, aber hey. Okay, das könnte was bringen. Ceska Posta. Tschechien? Tschechei? Ich gehe auf Tschechei. Ich probiere Tschechei. Was soll's? Ich muss ja schnell sein. Yes! Nice. Zweite Runde geschafft. Und jetzt fliegt einer raus und dann fliegt wieder einer raus und so weiter. Okay, ich verstehe. Oh, das wird ja, da wird mir ja richtig gefordert. Jui. So, aber ich kann es nicht vorspulen. Wir müssen warten, bis alle durch sind. Und wenn die jetzt beide nichts abgeben, opa, dann bleiben nur vier übrig. Okay, es sind fünf übrig. Okay. Ja, er versucht es noch, aber Gott. Only four can make it. Ja, alles klar. So. Orangene Schilder. Das nützt mir nichts. Aber wenn ich jetzt hier weiterfahre, ich glaube hier, oh doch, doch, kommt direkt eine Ortschaft. Zurück, 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 Ortsschild. Oder wir sind noch im Ort, das kann natürlich auch sein. Nee, so komme ich nicht weiter. Wie kann es denn jetzt schon eine richtig haben? Holy moly. Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Physio Center. Physikaulinen Heutilatos. Also ich würde sagen, das klingt griechisch, aber würden die das nicht in griechischen Buchstaben schreiben? Soll ich auf Griechenland gehen? Also die würden das doch in griechischen Buchstaben schreiben. Ich muss es probieren, sonst bin ich raus, bevor. Finnland, okay. Okay. Boah, nice. Eine Runde machen wir noch, dann hören wir auf. Das ist so, bei so einem Battle Royale kann man wieder nicht aufhören, ne? Das ist fies. Okay, Haus Nummer 7. Erstmal aus der Einfahrt rausfahren. Oha, das sind keine guten Straßenverhältnisse. Okay, was steht da? Slatios. Ist das Russisch? Tschechei. Hier, ab dafür. Nice. Nice. So, während das hier runterläuft, kann ich mal kurz in Spotify gucken, wie der Typ ist, den ich gemeint habe. Kyumu meine ich, Kyumu meine ich. Von Kumo könnte man eigentlich wirklich Musik spielen lassen. Und der macht so Videospielmusik, Remix der. Das macht der echt cool. Von dem müsste ich Musik laufen lassen können. Muss halt den in die Beschreibung reinpacken. Der hat es aber auch schon mal auf einer Website geschrieben. Das ist für den alles in Ordnung. Na, solange er credited wird und so weiter, darf man das machen. Und Kumo macht einfach fantastisch gute Musik.
So, jetzt aber erstmal hier auf die nächste Runde konzentrieren. Okay, jetzt können wieder nur 8 weiter. Okay. Guess locked? Was heißt das denn jetzt? Ach so, es ist noch nicht. Verstehe, aber die können ja nicht. Wie können die das denn jetzt schon wissen? Das geht doch nur, wenn die die Karte kennen. Also die hatten die schon mal. Ja, Mist. Ja, wow. Ja, wow. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich habe nichts. Ich habe absolut keinen Anhaltspunkt. Kein Schild, kein gar nichts. Komm, wir gehen auf Amerika, was soll's? Amerika wurde noch nicht geschätzt, ne? Hier. Schade. Wo könnten noch solche Straßen sein? Kanada wurde schon geschätzt. Deutschland wurde geschätzt. Ja, genau, wahrscheinlich Deutschland. Mexiko wurde auch noch nicht geschätzt. Schade. Ich meine, ich muss jetzt, ne? Ich meine, die Zeit läuft ab. Ich muss irgendwas raten. Südafrika. Keine Ahnung, wie die anderen da drauf gekommen sind, aber okay. Okay. Wisst ihr was? Wir testen das jetzt. Wir testen das jetzt. Ich mache jetzt einmal Musik von Kumo an. Und zwar hier, wo ist das, was mir gut gefällt? Mir gefällt die Version von dem Eulenlied gefällt mir gut. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wo die ist. Finde ich die jetzt auf die Schnelle? Die hat er nämlich echt gut gemacht. Und dann machen wir, während das Eulenlied läuft, machen wir noch eine Runde. Noch einmal Dings hier. Oh, wie hieß denn? Wie heißt denn das Lied? Verdammt. Wann hat er das gemacht? Das wäre vielleicht einfacher herauszufinden. Ja, da. Kai Pora Gai Bora. Abflug. Es geht 3 Minuten 54. Ja, passt. Das ist so gut gemacht. Also wer das Original kennt, ne? Klar, also das ist die Eule aus Ocarina of Time. Es läuft schon das nächste. Ups, wo bin ich denn? Bin ich lost? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir. Hä? Habe ich das nächste schon gestartet? Huch! Wir sind. Weiß ich nicht. Ja, moin. Ich probiere Indien. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo ist Indien? Ganz schnell. Zack, da. Da ist egal. Wir machen eine neue Runde. Das war jetzt Müll. Das war jetzt Müll. Eieiei. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich die neue Runde gestartet habe. Wann habe ich das denn gemacht? Habe ich auf Play Again gedrückt? Wahrscheinlich ja. Ups. So, jetzt läuft zumindest auch mal ein bisschen Musik zwischendurch. Okay, das ist doch auf jeden Fall alles Englisch hier. Ist das USA? Nee, das ist nicht USA. Supernatural Manifestation? Church of God Ghana? City Church? Nur weil es halt amerikanisch geschrieben ist, muss es ja nicht USA sein. Ich irgendeine Stadt oder irgendwas? Aber es ist einfach komm. Ich nehme USA, was soll's. Bevor ich hier noch zu spät bin. Mist. Ich meine, komm kann alles sein, ich weiß. Aber komm war halt jetzt kein spezielles Land. Kein spezielles Land. Wo ist das?
Irgendwas, vielleicht auch Südafrika, kann ja auch sein, keine Ahnung. Wo ist eigentlich da? War ein Versuch. Ghana, okay. Ach, guck mal, hier sind ganz, ganz andere. Achso, das ist nächste. Ja, das war nix. So. Kann ich nicht lesen. Schon mal ein gutes Indiz. Da geht mir fast ein bisschen zu schnell Battle Royale. Das ist mehr so, man lernt die Karten irgendwann und dann allein durch das, dass man die Karte startet, weiß man schon, wie sie funktioniert. Keine Ahnung. Was steht auf dem Bus drauf? Was steht da drauf? Jerusalem Boulevard. Sind wir in Israel? Also sind wir in, ja, wo ist Israel? Bin ich dumm? Wo ist denn das? Ist das nicht hier irgendwo da? Yes! Gott, Geografie und ich. Eieiei. Oh, jetzt läuft. Oh Gott, was läuft denn jetzt? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Stopp, stopp, stopp. Nicht, dass jetzt irgendwas anderes läuft. Jetzt kann ich muss jetzt hier weiter gucken. Sorry, ich kann gar keine andere Musik anmachen. Ich kann nur höchstens ganz schnell nochmal. Hallo, die Musik ist abgelaufen. Ah, okay. Jo, was? Ich bin eingesperrt in irgendwas. Wo bin ich? Ich sehe nix. Hä? Was haben die denn da? Was? Was ist das denn für ein Gefängnis? Wieso wissen Leute das? Was ist das? Oh, jetzt wird's hell. Wir waren in einem Tunnel. Wir waren in einem Tunnel. In welchem Tunnel waren wir? Max Heide, 4,2 Norwegen, okay. Einfach im Tunnel gestartet. Okay, gut. Ich denke, dabei belassen wir es. Das war lustig. Das war cool. Ja. Wie gesagt, ich wollte es mal wieder ein bisschen testen. Und dadurch, dass ich es jetzt gekauft habe, ich werde sicherlich ein bisschen öfter Battle Royale jetzt mal hochladen. Aber das war cool. Das war cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.